Was geht ab, meine lieben Freunde? Einen wunderschönen guten Tag. Ich habe euch öfter in Videos und in Livestreams von meinen Augenbrauen und meinem verkackten Microblading erzählt. Und ich dachte, in diesem Video erzähle ich euch mal so ein bisschen die Story, die dahinter steckt und mache so eine kleine Storytime und zeige euch das, soweit man es noch sehen kann. Und helfe euch vielleicht so bei der Entscheidung, ob ihr sowas macht oder nicht. Und fangen wir mal an. Und zwar erzähle ich euch jetzt ein bisschen zum Thema Microblading. Ich werde euch das mal aus dem Internet vorlesen. Nicht, dass ich euch da jetzt was Falsches erzähle. Bei mir ist es fast 2 Jahre her, aber ich erzähle euch mal die Definition im Internet. Microblading ist ein permanentes Make-up für die Augenbrauen. Vor der Behandlung wird die optimale Augenbrauenform ausgemessen und aufgezeichnet. Mit einer Art Skalpell werden dann feine Striche in die Haut geritzt und anschließend mit einer Pigmentierfarbe aufgefüllt. Der Effekt? Die Augenbrauen sehen voller, schwungvoller und symmetrisch aus. Im Gegensatz zum regulären Permanent-Make-up, bei dem die Farbe mit einer Nadel in die Haut gebracht wird, ist diese Methode ein wenig schmerzhafter. Die betroffenen Gesichtsstellen können aber vorher mit einer Creme betäubt werden. Wie lange hält es? Blablabla hängt vom jeweiligen Hauttyp ab. Generell haben die aufgefüllten Augenbrauen eine Lebensdauer von 1,5 bis 2 Jahren. Dann verblassen sie. Der Farbton sollte sich dabei nicht ändern. So, ich zeige euch mal Vorher-Nachher-Fotos, damit ihr so ein bisschen wisst, was Sache ist. Für manche, die jetzt gar keine Ahnung haben oder überhaupt nicht wissen, was hier los ist. Guck mal, zum Beispiel oben siehst du, wie es vorher war. Und unten nachher. Also da sieht man schon so, weißt du, die Frau oben hat kaum Augenbrauen, also die sind ja am Ende schon weg und so. Unten sind sie schön nachgezeichnet. Oder guck mal, sie hat hier sehr, sehr dünne Augenbrauen oben und dann haben sie unten nochmal verfeinert, verstärkt, bisschen verlängert und sowas. Ja, ich bin da wirklich ein bisschen naiv an die Sache rangegangen. So, ich habe das auf Facebook gesehen, da gab es viele Videos mit Microblading und krasser Trend und Frauen mit wunderschönen Augenbrauen und ich dachte so, krass, hab da vielleicht einen Monat drüber nachgedacht, hab das an Schatzi erzählt, dass ich das machen will. Er so, nee, mach das nicht, hammer dumm, du bist doch hübsch so, warum musst du in deine Natur reinfummeln und so. Ich so, nee, ich hab mir das schon hammerlang überlegt. Und hab mir dann einen Termin gemacht in einem Salon in Flensburg. Aus Diskretionsgründen werde ich den Namen nicht nennen. Der Salon hatte soweit auch ganz gute Bewertungen und hab da halt einen Termin fürs Microblading gemacht. Ich hab das auch vergünstigt bekommen. Ich weiß gar nicht warum, weil ich Händler bin, so, ne, ich habe verhandelt, so normal. Das Ding ist einfach, dass ich super Augenbrauen hatte. Also das Einzige, was mir nicht so gefiel, war, dass die hier ein bisschen zu kurz waren, einen kleinen Millimeter vielleicht. Und die hier waren ein bisschen runder als die. So 2 ganz kleine Macken. So, und dann bin ich da hingegangen. Und als ich schon da war, dachte ich so, Digga, ich glaube, das ist dumm, was du machst. Fahr nach Hause. Aber dann bin ich natürlich nicht nach Hause gefahren. Schatzi hat bis zum letzten Tag versucht, es mir auszureden. Ich habe natürlich nicht gehört, was mich tierisch ärgert. Und ich glaube wirklich, von allen Beauty-Eingriffen, die ich bisher hatte, war das das Schlimmste. So, ich bin da dann hingegangen und sie hat halt meine Augenbrauen ausgemessen, die perfekte Form, was ist ich, das könnt ihr ja machen, also welche Länge ist perfekt, welche Höhe, wo ist der Bogen, bla bla bla, hat sie auch ganz gut gemacht. So, dann fing die Behandlung an und es tat, doch Digga, es tat schon weh, also lasst euch da nichts erzählen, ich bin schon, also es tut schon gut weh. Guck mal, ich wurde gepierst, tätowiert, was weiß ich. Und das tat echt, doch, das tat auf jeden Fall weh. Also, was soll man da lügen? Und wir haben uns dann währenddessen ein bisschen unterhalten. Ich weiß nicht, wie lange die Behandlung ging, 2 Stunden vielleicht. Und dann habe ich sie, ich habe ihr natürlich auch viele Fragen gestellt, weil sie halt auch Kosmetikerin war, selbstständig, dies, das. War auch ein größerer Salon und habe dann halt gefragt so, was ist dies, was ist das, was ist da der Unterschied, bla. Und dann war sie fast fertig mit meinen Augenbrauen und ich fragte so, ja, was ist denn der Unterschied zwischen Microblading und Permanent Make-up, nicht? Genau, ich fragte, was ist der Unterschied zwischen Microblading und Schattierung oder Ausschattieren, es gibt so einen Begriff halt, ne, auch für Augenbrauen. Sie, ja, kann ich dir zeigen. Und hat dann einfach, ich habe das gar nicht gecheckt, erst im Nachhinein wird mir das klar, hat dann einfach schattiert. So, ne, und das war so ein Ding und hammer krass, Digga, hat dann einfach schattiert, überleg mal. So, wir waren dann fertig und ich sah so schlimm aus, also das ist auch normal, ne, um Gottes Willen. Also ich hatte erstmal, das war alles geschwollen, es war dick, die Augenbraue sah bestimmt, ohne Scheiß, ohne zu übertreiben, doppelt so dick aus wie jetzt, also so bis hier, so ganz krass. Ich kam dann nach Hause, Schatzi hat mich gesehen, er hat so einen Lachkrampf bekommen, wisst ihr, was dieser Penner gemacht hat? Das hat so 1,5 Wochen, 1 Woche ungefähr gedauert, bis das Ergebnis normaler war von der Schwellung und so. Da kommt ja dann eine Kruste,
Die darfst du nicht abholen, sonst vernarbt das. Die fällt dann irgendwann selber ab und dann geht's, ist das Ergebnis okay. Ne? Und während die Kruste wächst, geht die Schwellung zurück. Schatz, sie hat mich anderthalb Wochen oder eine Woche nur noch Augenbraue genannt. Also Augenbraue, kommst du mal. Er hat die ersten 3-4 Tage, wenn er mich gesehen hat, einen Lachkrampf bekommen. Ich wollte mit ihm kuscheln. So, und kam zu ihm, was weiß ich, so, er hat einen Lachkrampf bekommen währenddessen. Ich guck ihn so an, ich so, echt jetzt? Er so, sorry, Schatz, bla. Weil ich hatte so dicke Augenbrauen, Digga, das war so krass. Ich sah so schlimm aus. Ich habe jetzt leider keine Fotos mehr, ne? Ich weiß nicht, ob ich sie mal finde. Und ja, dann war das Ergebnis irgendwann fertig und ich habe gemerkt, was soll ich sagen, dass es scheiße aussieht, ne? Das Ding ist einfach, bis zu dem Moment, wo ich dort lag, habe ich viel zum Thema Microblading gelesen, so ist das nicht. Aber bis zu dem Moment, wo ich da lag, habe ich verdrängt, dass das ein Tattoo im Gesicht ist. Also hammerdumm, ich weiß, es ist wirklich dumm. Ich hing da so und als sie dann anfing, dachte ich, Digga, bist du dumm? Das ist ein Tattoo im Gesicht. Das ist dein Gesicht, das ist dein erstes, das hat meine Mutter mir immer gepredigt, das ist das Erste, was Menschen von dir sehen. Gesicht und Zähne ist mega wichtig. Du kannst ein wunderschönes Gesicht haben, sind deine Zähne scheiße, ist schwierig so, ne, versuch das so gut es geht hinzukriegen, dass deine Zähne schön sind, ordentlich sind, so das, was du ändern kannst, ändere das, wenn du willst. Und dein Gesicht, das ist dein, was sagt Mama immer? Markenzeichen, Stempel, Eindruck, was weiß ich halt, ne? Und ich hing dann da während der Behandlung und dachte, Digga, das ist ein Tattoo im Gesicht, bist du dumm, was machst du hier, ne? Da hat schon angefangen, was soll ich dann machen? Und dann irgendwann haben wir halt gemerkt, nachdem die Kruste und so ab war, dass erstens sie ja schattiert hat. Ich weiß nicht, wie gut ihr das sehen könnt. Guck mal, wenn man jetzt so von Weitem guckt, dann sagt man so, viele sagen, oh Özlem, du hast so schöne Augenbrauen und so. Ich bin jetzt extra geschminkt und habe gerade die Farbe abgemacht. Das Ding ist aber, dass ich sie nachfärbe. Ich färbe meine Augenbrauen mittlerweile selber, kriege ich hin, was soll ich zur Kosmetikerin, mit Schwarz oder Schwarzbraun. Deswegen sieht man es jetzt nicht mehr so krass. Und klar ist die Form schön, die ich habe, aber wenn ich geschminkt bin und meine Augenbrauen nicht geschminkt sind, sieht man das immer mega doll. Man sieht den Unterschied zwischen meiner natürlichen Augenbraue und diesen Microblading oder Schattierungs-Microblading, was weiß ich, was sie da gezaubert hat. Hier oben, sorry, meine Nägel sind nicht gemacht, ne? Zum Beispiel sieht man das. Hier oben, also ich glaube, ihr seht das schon, so das, was alles so hell und gräulich ist, so, ne? Oh, Digga, ich hoffe, ich habe jetzt mein Schnurrbart entfernt, meine Pickel entfernt und seht ihr das alles von nah. Uns ist dann halt aufgefallen, dass die Farbe scheiße aussah. Es war so ein gräuliches irgendwas. Es war halt meine natürliche Augenbraue, so schwarz-braun, wie meine Haarfarbe und dieses Graue. Ich sah so scheiße aus. Über Monate so, ne? Über Monate. Und wenn deine Augenbrauen verkackt sind, Digga, das ist auch so ein Ding. Was schrieb eine Followerin gestern? Das ist das Rahmen deines Gesichtes. Deine Augenbrauen. Sorry, ich bin voll müde. Wir sind dann hingegangen zum Salon und dann kam natürlich so, ja, das ist von Hauttyp zu Hauttyp verschieden. Das ist ja, hängt ja auch mit ihrem Hautton zusammen. Bla, dass das halt an dem Nutzer liegt. So, ne? Zum Beispiel ja ihre Tattoos, ich zeige euch mal ein Beispiel, seht ihr jetzt hier auch schnell, die sind ja auch ins Gräuliche. Ich sag so, das ist doch ein Unterschied, ob ich ein Tattoo mache, normal geht das so, das weiß ich, oder meine Augenbraue so, ne? Ich sag, warum sagt mir das niemand im Voraus, ne? Ey, ich habe mich so aufgeregt. Sie fragte dann, ob ich eine Nachbehandlung möchte. Ich habe nein gesagt, weil ich dachte, komm, ich lasse es rauswachsen. Kein Bock drauf. Und man sieht es auf jeden Fall, egal ob ich geschminkt bin oder nicht. Ich zeige es euch nochmal aus der Nähe. Guck mal, gerade hier vorne die Stellen seht ihr. Wie gesagt, es ist normalerweise noch viel doller, aber ich färbe die ja immer nach. So, hier, falls euch interessiert, wie ich meine Augenbrauen färbe, schreibt das doch gerne in die Kommentare. Dann mache ich mal ein Video und zeige euch das mit so einem Drogerieprodukt ganz normal. Hier sieht man das. Und hier sieht man das ganz doll. Hier seht ihr auch die Stelle vom Augenmikroblading. Hier oben seht ihr das ganz doll. Und deswegen, Digga, ist nicht alles Gold, was glänzt so, ne? Viele denken so, oh, deine Augenbrauen sind so krass. Aber ich male sie, wie gesagt, jeden Tag nach. Ich male sie immer nach. Wenn ihr wissen wollt, wie ich meine Augenbrauen nachmale oder welche Produkte ich benutze, schreibt das auch gerne in die Kommentare. Aber ich mache da nichts Krasses, ne? Also nicht, dass ihr jetzt denkt, ich mache da einen heftigen Hype oder so und zeichne Einzelhärchen nach. Kann ich gar nicht so, ne? Bin ich auch zu doof für. Aber vielleicht interessiert euch sowas, dann schreibt es gerne rein. Wenn ihr schon dabei seid, macht mal einen Daumen nach oben jetzt schnell. Das tut euch auch nicht weh im Herzen. Freut mich. Ja, euch freut es jetzt nicht, so einen Daumen nach oben zu machen, aber mich freut es, also seid mal nett. Ja, und das ist halt echt scheiße. Das ist jetzt knapp 2 Jahre her, so doch ungefähr 1,5 bis 2 Jahre. Und man sieht es immer noch.
Und das Ding ist auch einfach, das habe ich vorher nicht bedacht. Wenn man so guckt, das sieht man jetzt wahrscheinlich nicht, aber zum Beispiel im Sonnenlicht, da wo hier meine natürliche Augenbraue ist, sieht man halt die Haare. Aber da wo dieses ganze Microblading ist, hier vorne, hier oben, sieht man halt die Farbe, so auch von der Seite. Du hast halt diesen kleinen Berg, sag ich mal, mit Haaren. Und oben hast du dieses flache mit dem Microblading, ne? Und es sieht einfach scheiße aus. Wenn ich ungeschminkt bin, wäre ich hübscher, wenn ich es nicht gemacht hätte. Wenn ich geschminkt bin, wäre ich hübscher, wenn ich es nicht gemacht hätte. Entweder ich hätte meine Augenbrauen nachgemalt oder nicht, aber jetzt muss ich es, sag ich mal, machen. Weil wenn ich mich schminke, sieht es nicht so gut aus. Jetzt sieht es vielleicht für euch gut in der Kamera aus. Ich habe jetzt auch gutes Licht hier, was weiß ich. Und weil sie halt noch ein bisschen gefärbt sind. Also ich weiß es nicht, was ich davon halten soll. Ne? So, ich kenne Leute, die Microblading haben, wo es echt gut aussieht, die es aber auch krass, krass, krass teuer gemacht haben. Guck mal, ich habe statt 350 oder statt 400 Euro, glaube ich, die Hälfte bezahlt dafür. So, ich weiß nicht, ob die eine Aktion hatten, Kennenlernaktion, Rabatt, ich weiß nicht. Aber ich habe mich über den Salon informiert. Ich war da auch schon vorher wegen anderen Behandlungen. Weiß nicht, also schreibt mir bitte auch nicht privat, welcher Salon das war. Ich bin da wirklich diskret. So, ich finde, egal, sollen die ihr Ding machen. So, ich habe daraus gelernt. Ich weiß nicht, was ich vom Microblading halten soll. Ich kenne viele, wo man es sieht. Das finde ich dann immer nicht so cool. Ich denke, wenn eine Frau wirklich gar keine Augenbrauen hat oder wirklich hier ganz viel fehlt oder hier, kann sie es machen. Weil das macht wirklich einen mega Unterschied aus, ob deine Augenbrauen komplett zu dünn sind. Manche haben das ja, dass sie das jahrelang ganz, ganz dünn gezupft haben. Das war doch auch in den 90ern Trend und jetzt fast nichts mehr haben. Oder dass hier ein Stück fehlt. Oder aufgrund von Genetik, dass sie keine haben und so. Na, dann kann das, glaube ich, echt schön aussehen. Wenn die Person es professionell macht, wirklich mit einzelnen Härchen, richtig krass, okay. Aber Professionalität hat auch ihren Preis. So normal macht so eine Frau das dann nicht für 300 Euro hier, bitteschön. Man sollte sich unbedingt ausreichend informieren, wenn man es macht. Man sollte ganz viele Menschen fragen, die in diesem Salon waren, nicht frisch danach, sondern auch Leute nach einem Jahr und im Internet fragen. Es gibt so viele Gruppen, auch lokale Gruppen aus eurer Stadt. Guck mal, ich wohne in einem Dorf mit 60 Einwohnern, wir haben eine Facebook-Gruppe. So, weißt du, wie ich meine? Also, und sich auch wirklich nicht nur auf die Internetbewertung verlassen oder auf den ersten Eindruck. Man sollte unbedingt auf sein Bauchgefühl hören. Für mich ist das wirklich eine große Kacke, die ich bereue. So, ich wünschte wirklich, ich hätte auf Schatzi gehört, so. Ja, ich glaube, das war auch die Geschichte dazu, so. Ne, ich weiß nicht, wenn ihr Fragen habt, könnt ihr das gerne in die Kommentare posten. Ich glaube, ich habe alles erzählt dazu. Genau, über die anderen Schönheits-OPs und Sachen, die ich gemacht habe, packe ich euch den Link in die Infobox, dann könnt ihr das mal abchecken, dann habt ihr, wisst ihr mehr über mich, keine Ahnung. Überlegt euch das gut, in meinem Fall war das wirklich Eitelkeit und Dummheit, dafür habe ich dann... auf Türkisch, Bukumuyedin, du hast jetzt die Scheiße gefressen, habe ich verdient, dann habe ich Pech gehabt, so. Ich hoffe, dass ihr wirklich überlegt, ob ihr sowas macht. Es ist nicht alles Gold, was glänzt. Und wenn dann Sachen verkackt sind, es gibt auch welche, habe ich gelesen, die zum Beispiel braune Augenbrauen, hellbraun oder so haben, die danach einen Rotstich hatten und so. Also es kann noch viel blöder aussehen als bei mir. Wie gesagt, die sind jetzt gefärbt und was weiß ich, ich male sie immer nach, deswegen sehen sie so cool aus, aber eigentlich... Hey, Schiel bestimmt, ne? So. Ja, auf jeden, so viel zu meinen Augenbrauen, that's my life. Ich freue mich auf eure Kommentare. Ihr könnt mir sagen, was ihr so denkt, ob ihr sowas gemacht habt, ob ihr es bereut, ob ihr es nochmal tun würdet, ob ihr drüber nachdenkt, bla bla bla. Sagt mir alles, was ihr so denkt. Das waren so meine Erfahrungen und Gedanken dazu. Ja, auf jeden. Ich hoffe, ihr hattet Spaß beim Zuschauen und ich verabschiede mich und sage Tschüsschen mit Küsschen. Und auf Wiedersehen.